entwickeln. Schön, dass Sie dabei sind, diesen besonderen Augenblick hier in Frankfurt zu erleben. Und ich begrüße Sie ganz herzlich als diejenigen, die uns diesen wunderbaren Weihnachtsbaum hier beschenkt haben. Es ist toll und es ist eine tolle Werbung natürlich für Ihre Skiregion, aber natürlich auch für Frankfurt. Und ich denke, wir können alle mal gemeinsam ganz herzlich Danke sagen. Ich begrüße die zahlreichen Gäste aus der Politik, unseren Stadtverordnetenvorsteher Herrn Ziegler. Aber, und das ist das Besondere heute, meine Damen und Herren, deshalb ist es auch etwas voller als sonst, die zahlreichen Fans von Max Giesinger. Meine Damen und Herren, trotz dieses etwas fulminanten Auftritts nachher, den wir von Herrn Giesinger bestimmt, so sind wir es gewohnt, erleben können, möchte ich doch einige Worte an Sie richten, um was es heute eigentlich geht. Es geht heute nicht nur ums Kaufen und Verkaufen. Ja, wir sind eine Händlerstadt. Es geht nicht nur um einen Tannenbaum, meine Damen und Herren. Ja, er ist wunderschön. Sondern es geht tatsächlich auch um die Botschaft von Weihnachten, meine Damen und Herren. Es ist die Zeit der Besinnlichkeit. Es ist die Zeit für die Familien. Es ist die Zeit, wo auch Familienväter wie ich daran denken müssen, dass sie sich eben auch Zeit nehmen für diese Familien und nicht nur Väter und Mütter sind. Es ist Zeit, haben wir an Weihnachten ein bisschen mehr. Lassen Sie uns die Gelegenheit nutzen, auch diese schöne, stimmungsvolle Zeit mit den Freunden, mit der Familie, mal mit dem Plätzchen essen, mal eben auch mit dem Verpacken von Geschenken, die wir mit Bedacht ausgewählt haben, so zu nutzen, wie wir es uns eigentlich das ganze Jahr vorgenommen haben. Unser Weihnachtsmarkt ist dafür natürlich ein wunderbarer Ort. Hier gibt es nicht nur die Möglichkeit, Glühwein und Feuerzangenbowle mit den Kolleginnen und Kollegen von der Arbeit zu genießen, sondern die Familie herzubringen.
Deshalb machen wir mit Begeisterung auch hier ein wunderbares Familienprogramm. Und die Älteren unter uns möchte ich dazu einladen, wenn sie heute ihre Familien aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht dabei haben, dies unbedingt nachzuholen. Weil was gibt es Schöneres in der Weihnachtszeit, als die glänzenden Kinderaugen der eigenen Kinder oder auch der Enkel zu erleben. Meine Damen und Herren, Gemeinschaft ist wichtig, aber ich möchte auch bei den vielen zahlreichen Helfern, den Standbetreibern der Tourismus Kongress GmbH, die diesen Weihnachtsmarkt zu diesem großen Erfolg geführt haben, ausdrücklich im Namen von uns allen ein riesen Dankeschön und hoffentlich auch einen großen Applaus für Sie hier heute mit auffordern. Der Baum, 33 Meter, meine Damen und Herren, wie unsere Experten versichern, der höchste Baum in der Geschichte des Weihnachtsmarktes. Er stammt aus der Urlaubsregion Schiwohl-Skijuwel-Altbach-Wildschönau. Ich hoffe, Herr Bürgermeister, ich habe das richtig gesagt. Es ist für uns als Frankfurter, die wir immer am Weihnachtsbaum was zu meckern und zu mäkeln haben, tatsächlich, Sie haben es uns schwer gemacht. Dafür nochmal danke. Sie haben wirklich alles getoppt hier. Lassen Sie mich aber auch ein kurzes Dankeschön sagen an eine Dame, die sonst nicht hier oben steht. Wir haben, vielleicht haben Sie es in den Zeitungen gelesen, dieses Mal die Illumination des Weihnachtsbaumes ausgeschrieben an die Frankfurterinnen und Frankfurter. Die Gewinnerin ist heute hier. Schön, dass Sie mit uns hier sind. Frau Charlotte Hoffmann mit ihrer Tochter, die uns nachher gemeinsam das Vergnügen machen, mit uns auf den Knopf zu drücken, damit wir hier richtig was zum Strahlen bringen, meine Damen und Herren. Auch Ihnen ein Willkommen und Gratulation. So, meine Damen und Herren, jetzt aber gibt es hier für die Fans von Max Giesinger den großen Auftritt. Wir gehen jetzt von der Bühne ab und feiern mit unseren Familien unten, aber das sind wir privat. Vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie dabei waren. Ich denke, es war auch für Sie wunderschön. Uns macht das alles jedes Jahr wirklich Spaß. Und nochmal danke an die Standbetreiber, an die TCF und an den Bürgermeister aus Tirol. Kompliment nicht nur für den Baum, eine wunderschöne Ansprache von Ihnen für uns alle. Willkommen jederzeit in Frankfurt zurück. Die Frankfurt ist gastfreundschaftlich. Ich habe gehört, am Wochenende sind Sie vielleicht schon wieder da. Das heißt, wenn ein Herr mit dieser wunderbaren Kleidung hier über den Weihnachtsmarkt läuft, eine große Gruppe dabei ist, es könnte ein Bürgermeister aus Tirol sein. Seien Sie uns herzlich willkommen. Thank you.
Du bist gut.
Unsere Beginn warst schon draußen und kamst noch mal zu. Du sagtest an, mir fehlten die Worte. War alles anders als einem Augenblick. Ich war nie gut, scheint es ganz recht. Aber das hier hat sogar ich kapiert. Die Chance, dass wir beide uns treffen. In Frankfurt so weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Leuchten wir auf wie Kometen, wenn wir uns lauter bitte. Dann leuchten wir, leuchten wir, leuchten wir. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Habe ich das Gefühl, wir müssen den Song nochmal zusammen singen. Zumindest ein Refrain davon. Wie ist es? Um euch bestellt. Habt ihr Bock? Habt ihr schon genügend getrunken? Noch keine 3-4 von mir. Ich habe mir 3-4-5 gegönnt, weil ich so aufgeregt war. Aber es geht gar nicht um Reden. Okay. Ihr singt für uns, ganz allein. So like a car. Ich bin jetzt schon ein bisschen Weihnachtsstimmung, muss ich sagen.